aussteigen, weil er ja bevor er der Wechselbrücke handelt, an der Tour oder den Auflieger handelt, da muss er mal raus und die Klappen hinten aufmachen, damit er an die Rampe ran kann. Und daher hat man sich von Atego die Zwei-Mann-Kabine dafür ausgesucht mit dem Einstufen-Einstiegssystem und somit ist die Absturzgefahr nicht so stark gewirkt. So, Sie sehen jetzt, wie er sauber darunter fährt. Wir sehen jetzt den Behälteranschlag oder den Brückenanschlag, der übrigens auch variabel ist, weil es gibt ja 7 Meter Brücken, 8 Meter Brücken. Wer selber Brückenfahrer ist oder Brückenfahrzeuge kennt, weiß das. Jetzt hebt er den Luftwisch hoch und jetzt verschließt die hydraulische Containerverriegelung. Jetzt geht er in den Sicherheitsbereich hinein und verschwindet wieder in seinen Stauraum, wo er sich wieder bereitstellt für die nächste Demonstration. Ladies and gentlemen, this is the party leader. All renowned forwarding agencies inland and abroad refer to the Wiesel. And for further information, please visit Hamak in Hall 27 on Sand E31. Und Marktführer aller namhaften Unternehmen im In- und Ausland setzen mittlerweile auf den Wiesel. Und in Halle 27 am Stand E31. Dort, meine Damen und Herren, dort finden die Karmark, dort bekommen die alle Informationen. Und während wir zurückgeschoben haben, sehen wir hier schon zwei herrliche Sattelzugmaschinen. Das sind Fahrzeuge von der Firma Knorr-Bremse. Dazu wird mein Kollege zuerst auch etwas sagen für die internationalen Gäste. Now we're going to talk about Knorr-Bremse PBS. The blue truck has PBS built in and the black truck is a Syrian truck. What is PBS? It's called Pneumatic Booster System. It boosts with compressed air to eliminate the turbo lag. Also das PBS ist vorweg noch was ganz Wichtiges. Die Autos wiegen insgesamt 18,5 Tonnen pro Fahrzeug. Die Ladeflächen, die da montiert sind, sind mit Ballast ausgeladen. Das zur Information im Vorfeld. Und Knorr ist weltweit 400 Systemlieferanten mit über 100-jähriger Geschichte, hat weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter und in 2011 haben die 4,24 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und das PBS-System befindet sich zwischen Ladeluftkühler und Einlasskummer eines aufgeladenen Dieselmotors. Das System sorgt für die Eliminierung des berüchtigten Turbolochs durch entsprechende Druckluft-Einblasen. The PBS is located between the intercooler and the intake manifold of a turbocharged diesel engine. And like I said, the turbo lag will be eliminated. Zusätzlich gibt es ja auch noch das ACV, das werden Sie gleich sehen auf der LED-Wand. Und das ist eine intelligente Aufladung des zuschaltbaren Kompressors. Man hat gemessen, dass da allein 1% Kraftstoffeinsparung möglich ist. The ACV is the aspiration control valve. It means intelligent charging of the air compressor, the saving potential being around 1%. Das EGR-System, was Sie als nächstes sehen, es ist ein Abgasrückführungsventil, welches elektronisch angesteuert wird. Und das MEB, das wird jetzt darauf noch folgen, das MEB, es ist eine mechatronische Auspuffbremse. Es ist also eine elektronische Abgasgegendruckregelung. Plus the MEB, a mechatronic exhaust brake. It is an electronic exhaust brake pressure control. So, meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt unter dem Bild die Daten, Drehmoment, Gaspedal, Abstand, das sind Live-Daten über Telemetrie. Telemetrie kennen wir aus dem Motorsport, Formel 1 und so weiter. Auch das ist hier live. Und die beiden werden jetzt auf mein Zeichen hin eine Beschleunigungsfahrt machen. Das blaue Fahrzeug hat PBS. Das schwarze Fahrzeug ist serienmäßig ausgestattet. Und die beiden Fahrer warten jetzt auf mein Zeichen. Die haben ja ein sehr kurzes Stück und trotzdem werden Sie sehen, wie die in der Beschleunigung schon richtig was rausholen. Bitte schön. 3, 2, 1 und Start. Jetzt setzt PBS ein. Beschleunigt, meine Damen und Herren, leitet PBS kurzzeitig Druckluft aus dem Fahrzeug, Druckluftsystem.
Kühlsystem in den Motoreinlasskummer ein. Die Direktsteuerung spritzt sofort Kraftstoff ein und das Volllastdrehmoment steht unmittelbar zur Verfügung. Das sehen Sie dort live. Auf der linken Seite, das blaue, ist das Fahrzeug mit PBS und rechts ist der serienmäßige LKW. Upon acceleration, PBS briefly injects air from the vehicle's compressed air system into the engine's intake manifold, injecting a larger amount of fuel so that full load torque is always immediately available.